Da geht mehr. Da geht mehr. Machst du Quarz drauf, mehr. Oder? Aber ich habe jetzt auch sowieso nur die ganz einfachen gemacht. Herzlich willkommen zu einer neuen Folge Minecraft Drifter. Mit dabei ist der Nifios. Hallo. Und der Guruboy. Wir legen uns hin, ne? Ne, wollen wir nicht jagen gehen? Wollen wir... Oh nein. Wir müssen auch nicht. Nein, bitte nicht. Ich bin unterwegs und bin nicht so weit zu Hause und dann muss ich 1600 Meter gehen, okay, wenn ich sterbe. 1600 Meter. Alles klar. Dankeschön. Pussy. Du gehört, wie er gewinselt hat? Ja, so ein bisschen. Boah, ey. Was ist das da unten? Das ist eine Geisterkatze. Geisterkatze? Was sind das für Früchte? Die habe ich noch nicht. Teufelsfrucht. Ess sie. Und mal gucken, ob es funktioniert. Meinst du, das war in One Piece auch so? Ja. Oh, was ist das denn? One Piece. Warum nicht? Doch, warum nicht? Was? Warum hat das jetzt nicht funktioniert? Geht das so? Ich versuche hier gerade Pfeile zu machen, aber. Nein! Das sind Pomegranate. Ah, da genau, scheiße. Was auch immer das sind. Was? Pomegranate? Mhm. Das ist ein Granatapfel, oder? Achso. Ist rot? Ja. Ja. Dann ist es. Wie bekomme ich denn die Pfeile hin? Ja, wie? Was meinst du denn? Ja, also zum Beispiel, ich muss ja die richtigen Arrows machen für so eine Armbrust. Man kann ja nicht einfach die gedroppten Arrows, sondern ich muss ja... Nein, du musst Pfeile gießen, ja. Richtig. Dann nimmst du das Fletching-Pattern, ich glaube ein Stick, und die Spitze dafür ist das echt ein, nur ein Stick? Arrowhead. Ja, okay, das kann natürlich sein, dass es nur ein Stick ist. Weil eigentlich ist da eine Two-Rod drin. Habe ich gerade mal versucht, aber mit einer Two-Rod funktioniert es nicht. Pfeile. Nee, ist ja auch kein Tool. Weil man kann das hier in dem rechten, in diesem Metalltisch machen. Ja, warte. Ich hab's gerade in der Hand. Moment. Wo ist denn das Fletching-Pattern da? So. Oder rein. Hast du Sticks? Wo sind meine Köpfe? Ich hab die hier. Achso. Ja, da drin. Nimm dir die Sticks mit. Ich hab da auch diese... Ja, da geht. Okay. Also ich sehe das nicht. Okay, man muss tatsächlich mit... Ja. Ja, testen wir das mal. Hast du jetzt eine Armbrust gemacht? Ja, ja. Fett! Aber scheiß Pfeile, so wie ich gesehen habe. Ja, muss ich die laden oder so? Ja, die musst du erst spannen. Je nach Armbrust dauert das halt länger. Rechts klicken, glaube ich. Nee. Oh, warte mal. Ich glaube, das sind andere Pfeile für den Crossbow. Warte mal. Natürlich auch sein. Du brauchst ein, ah ne, das ist der Buddy. Ne, Javelins sind das auch nicht. Ne. Ach, da oben, die Bolts. Ah, Bolts sind das, genau, die musst du machen. Okay. Aber die müssten nicht viel komplizierter sein. Ne, wahrscheinlich nicht. Gut, dass ich noch nichts hier gemacht habe. Ja, oder? Bolt musst du aber dann gießen wieder, das ist nämlich dieser Boltcore und die Federn halt. Also, da musst du so einen Stick extra machen. Hab ich die den Dinge schon? Hier, ja, Sword, nee. Nee. Swordblade Castle. Nein, das ist kein Swordblade. Was sieht genauso aus? Das heißt aber anders. Ach nee, stimmt, das ist spitzer. Spitzer zulaufend. Knifeblade ist das auch nicht. Moment. Jetzt haben wir scheinbar nicht. Required Parts, Bolt Core. Das Shuriken Pattern. Goldcore. Gibt's auch keine Gussform für. Sind das vielleicht die man bei den Villagern findet? Nee, man muss die ja machen können. Bowling Pattern.
Oh, es gibt eine Bolt Rifle. Hast du so eine AWP? Hast du eine Tool? Ich habe eine Toolrod. Wie viele Melonen es hier gibt im Dschungel? Ja, nehmen wir mal Iron. Botania. Was? Kann man nicht. Doch, muss. Ja. Da, jetzt ist ein Core drin, guck. Ah. Du musst dir Two Rods machen und dann musst du die mit dem Metall begießen, die du... Ich weiß nicht, ob du dir jetzt auch die Bolts dann aus dem Material machen musst. Da steht nur... Kannst du das im Table, im Table steht drin, Bolt Cores are obtained by pouring metal over a tool rod in a casting table. Ich weiß jetzt nicht, ob du dann das Material vom... Oh, du kriegst 33 aus einem. Ja. Okay, crazy. Dann lohnt sich das ja sogar. Ja. Jetzt müsstest du spannen können. Alter, dauert das lange. Okay, Leute. Diesmal auf mich. Oh! 5 Herzen Schaden, Alter. Okay. Hattest du Rüstung an? Ja, spannen tut er von alleine, okay. Warte mal, muss ich die neu spannen? Nee. Wenn er einmal gespannt ist, dann bleibt er. Ja, wenn er einmal gespannt ist, du kannst ihn nur nicht weglegen, dann bleibt er. Dann, du kannst ihn nicht weglegen und er spannt sich dann von neu. Du musst ihn in der Hand haben. Nee, ich kann hier so. Ja, dann ist er noch gespannt, aber wenn du jetzt schießt und ihn sofort wegpackst. Achso, das meinst du? Nee, das ja, genau. Ist richtig. So, aber das ist immer noch nicht so viel Schaden, wie er machen kann. 7 Herzen macht das momentan nur. Da geht mehr. Da geht mehr. Machst du Quarz drauf, oder? Aber ich habe jetzt auch sowieso nur die ganz einfachen gemacht. Ja, Kunan wollte erstmal gucken, wie es geht. Richtig. Was haben wir denn hier jetzt für Arrows? Was macht denn den meisten Schaden? Wahrscheinlich die Jade-Arrows oder so. Ich habe auch noch keine Verzauberung auf der Armbrust. Ich weiß gar nicht, ob du die verzaubern kannst. Also, was heißt Verzauberung? Auf jeden Fall irgendein Tool kann ich draufpacken. Modifier meinst du? Ja, Modifier. Okay, scheiße. Wie lange ist das denn hier, dass ich mal einen normalen Enderman gesehen habe? Ich hätte keine Armbrust machen sollen. Warum? Weil bei der Armbrust steht bei allen dran, dass die 2 plus 2 Attack machen. Ja, aber es kommt aus Material an. Ja, aber. Hier sind Pferde. Eine darfst du nicht machen, dann stürzt der Server ab. Die wirst du nicht machen können. Und zwar die Mithril Crossbows, die darfst du nicht machen. Die machen alle gleich viel Schaden. Nee, die haben aber einen anderen Quick Draw. Drück mal Shift, wenn du drüber fährst. Ja, die haben anderes Gewicht und dadurch andere Genauigkeit. Ja, genau, aber wenn sie doch viel Schaden machen. Nee, plus 3, plus 4 Schaden habe ich hier. Plus 4. Ruby. Also nicht Arrow, sondern Bolt. Ach, die Bolts, ja. Ja, richtig, ich brauche ja Bolzen. Ja, aber der Schaden kommt doch auch hauptsächlich von der Armbrust noch. Ja, aber wenn ich mir die... Wird angegriffen. Bei Bolts ist halt wichtig, dass du die Break-Chance so gering hältst wie möglich. Damit die nicht kaputt gehen, wenn du mal nicht triffst, dass du die wieder sammeln kannst. Okay. Würde ich jetzt sagen. Ja, und das Gewicht halt, ne? Hier so ein Iron Bolt macht ein halbes Set Schaden. Ja, genau. Das machen die aber alle. Wenn du da mal Shift drüber hoverst. Aber dann ist es ja wichtig, welchen Crossbow du noch hast davon. Und das addiert sich ja dann. Ja, genau. Also momentan steht am Crossbow dran 7 Herzen. Ja, du hast mir 5 gemacht und ich habe ja eine relativ krasse Rüstung an. Problem das ist relativ krass, die ist relativ simpel, aber also das höchst die ganz Schwert gut. Mein Schwert macht ja momentan 11. Ja, aber auf Fernkampf bezogen ist das schon guter Schaden. Ja, gut, aber ich meine, ich reload ja auch relativ lange. Ja, aber das kannst du ja mit dem Crossbow wieder ausgleichen, je nachdem welchen du baust. So. Ja, ich muss mir jetzt so ein Furnace machen. Aber Kokosnüsse habe ich nicht gefunden. Eine Kokosnüsse? Nee. Dafür habe ich gefunden Sternfrucht. Das ist geil. Diese hier Granatäpfel, Orangen und Pfeffer.
Pfeffer, hat das Pfeffer noch nicht? Nee, Pfeffer habe ich noch nicht. Orangen sind auch cool. Ein Workbench. Und ganz viel Kakao, aber dann den habe ich schon. Crucible. Ach, ist ein Cauldron. Scheiße. Muss ich noch hinstellen, ne? Dann muss ich noch. So. Conan, hast du noch ein Thema? Du solltest dir jetzt ein Thema überlegen, hast mittlerweile 10 Minuten Zeit gehabt. Ach ja. Wir können ja demnächst mal einen Hashtag einführen. Da kommt der Lehrer wieder durch, hast du gehört? Ja. Hast du jetzt mal was überlegt, dir? Conan, hast du so lange Zeit gehabt? Möchtest du erst noch mit deinem Sitznachbarn kurz drüber unterhalten, ob du was hast? Ja, ich glaube, ich muss mit meinem Sitznachbarn da noch ein bisschen drüber reden vorher. Na gut. Mit Boster. Boster? In Pixelmon war von Grants doch der imaginäre Typ, war doch Boster. Ja. Wollen wir uns hinlegen? Nur da, oder? Ich wollte gerade fragen, willst du schlafen? Fand ich ja eine coole Idee von Grants. Ja. Aber es war zu viel Arbeit, deswegen hat er die Reißleine gezogen. Ist halt auch mega viel Arbeit. Hat er das dann in einem durchgesprochen und danach bearbeitet oder hat er danach nochmal drüber geredet? Er muss es doch im Grunde on the fly. Er hat die ganze Zeit mit sich selbst gesprochen und das dann danach bearbeitet. Genau, und danach hat er den Hall reingelegt. Und genau, so, ne? Das muss so viel Arbeit gewesen sein. So hätte ich es nämlich auch gemacht. Aber du musst echt viel Arbeit. Du musst ja bescheuert halt werden. Folge noch mal angucken. Du musst ja bescheuert werden, wenn du die ganze Zeit mit dir selbst redest. Ja, das ist ein Let's Player, wir reden mit dem Bildschirm. Ja, aber da rede ich nicht auch noch mit mir selbst halt. Da sage ich nicht, ja, ist eine sehr gute Idee, Guru Bai. Ja, finde ich aber auch, Guru Bai. Aber das ist schon. Also. Können wir jetzt bitte schlafen? Ja, ich muss das Monster noch besiegen. Das hat mich an Rhythm erinnert, der Schrei. Was? Das weißt du nicht mehr, ne? Ja, dieses. Das war eine Baufolge mit Lovius. Ach so, ja. Wo ich Ewigkeiten im Bett lieg und ihr reagiert nicht und meine Nachricht steht im Chat und ich irgendwann schrei, können wir jetzt schlafen gehen, verdammt! Verdammte Scheiße, Alter, so hast du gesagt. Mit Lobius. Ja. Oh ja, das und das. Okay. Hashtag Freiheit. Hey! Stimmt, war ja nicht Hashtag Freiheit. Ist immer nicht so gemein. Hä? Ich hatte damit angefangen. Seid mal nicht so gemein. So. Warum nicht? Hä? Was ist das? Ist wie in der Schule, wenn der Lehrer auf einmal denkt, du hast Scheiße gebaut und man so, hä? Hä? Das war ich nicht. Und dieses hä? Einfach nur alles noch schlimmer macht, so. Aber ich kenne das ja jetzt selbst, jetzt habe ich ja Praktikum gehabt und habe unterrichtet. Man geht immer automatisch auf den, der eigentlich immer nur so Mitläufer ist, weißt du? Aber es ist auch total smart, das so zu machen, weil man weiß, der kann das anders oder der macht das normalerweise nicht. Ja, den nochmal drauf aufmerksam zu machen. So, ja. Ey, du baust gerade Scheiße, lass dich nicht dazu hinreißen, so, ne? Da fühlt sich die Bestrafung damit doppelt so doll an. Aber der Idiot, der damit angefangen hat, fühlt sich wieder cooler, weil er nicht erwischt wurde. Ja. Ne? So ist das. Und so schließt sich der Mobbingkreis nämlich. Der Mobbingkreis. Eigentlich brauche ich Jadebolzen, glaube ich. Du bist ein Bolzen. Ich hab einen Bolzen! Wollte ich sagen, ich will auch so auf der Zunge. Ich wollte es extra nicht sagen. Mann. Kannst du ruhig aussprechen, Levi. Ich wollte auch sagen, ich habe auch einen richtigen Bolzen. ich hab hier eine Note gefunden im Wasser. Möchte ich nicht wissen. Was? Verstehe ich nicht, Condon. Finde ich nicht gut, Condon. Dann machst du nach der Aufnahme hier nochmal eine Runde mit Overwatch, oder? Das ist jetzt mit Kundran oder mit mir? Kundran. Das ist gemein. Nee. Das ist gemein. Ich spiel lieber eine Runde Paladins. Ja, achso, dann. Tautau fühlt sich nämlich auch mal gemobbt, wenn wir darüber reden. Ja. Weißt du, aber wenn er in der Overwatch später wäre, wäre das genauso. Dann wäre es noch schlimmer. Dann wäre. Also wir können es dann auch privat schreiben, aber da wird es halt nur in der Comfy abgehen. Nefi, wie funktioniert das jetzt? Ich brauch. Du kriegst eine E-Mail und dann bist du drin.
Nee, nee, ich brauchte was, brauchte ich? Eine Toolrod und die musst du dann mit Metall übergießen. Okay, also eine einfache, nicht die. Ja, je nachdem, woraus du den Bolzen willst, denke ich mal. Ich glaube, die sind alle gleich. Ja, wir sind schon Penner, kann man halt mal so sagen, ne? Warte mal, die Folge jetzt kommt am Montag raus, ne? Na. Doch. Wir haben relativ viel Voraus. Wir haben viel im Voraus noch. Ja. Kommt am Montag ja, raus. Nicht, dass die diesen Monat, Montag kommt. Jetzt gucke ich. Ne, kommt am Montag raus. Will ich erzählen. Was hat YouTube denn da für ein Symbol? Irgendwas mit... Irgendwas mit einer Erde, okay. Die letzte, die wir haben, kommt am 26. Ja, guck mal, jetzt haben wir 4 aufgenommen. Die kommt Montag, oh, hast recht. Dann habe ich heute meine Katze gekriegt. Oh, ein Muschi. Oder ein Kater ist das ja. Goroba geht nämlich unter die Muschi-Liebhaber. Unter die, das war ich schon vorher. Wer nicht. Alter, ich könnte jetzt einen Namen nennen. Ach so. Echt? Kannst du? Klar. Was? Oh, ja. Willst du hier Knowledge droppen, oder was? Ja, aus Troubletown. Oh, jetzt interessant. Ja. Darf ich Off-Tippe leider nicht so sagen. Oh Mann. Hab ich Kunden versprochen. Nee, aus Troubletown weiß ich das nicht. Redest du etwa von Jeevee? Nein. Von Jeevee nicht. Ich bin wieder zu Hause. Okay. What the fuck, da kommt. Okay, nice. Jetzt haben wir alle Zuschauer, alle sind jetzt am Rätseln. Ja, nee, aus Troubletown weiß ich das nicht, Leute, tut mir leid. Könnt ihr raten, wollt Goro sich jetzt retten oder? Das war. Das ist wahr. Was hatte ich jetzt gesagt? Die. Achso, Sternfrucht, warte mal. Ich wollte mal was testen. Mir wurde gesagt, ich soll irgendwie ein Workbench in den Disenchant, also in diese Dings packen. Really? Dann kriege ich voll die Stats hier raus. Nefi, wo bist du? Zu Hause. Was machst du da? Darf ich testen? Ja, mach. Boah! Ich hab noch 2 Herzen. Okay, das ist schon mal besser. Ich dachte, ich sterb jetzt. Keine Ahnung, ob ich das auch noch hinbekomme. Was, die 2 Herzen? Das ist dann aber 2 an Goro bei, ey. An mir wird da nichts getestet. Ich darf nicht, mein Arzt hat gesagt, ich darf nicht so schwer heben. Wow. Nein, nicht genug Jade für. Nicht genug Jade für, schade. Ob Kunde genug Jade kriegt, das wissen wir nicht. Das wissen wir erst in der nächsten Folge. Bis dahin, Leute. Tschüss. Tschüss.